Die IAA steht vor der Tür und wir erwarten viele, viele interessierte Besucher, aber auch Besucher, die ordentlich Kritik im Rucksack dabei haben. Dabei ist für mich Klimaschutz und individuelle Mobilität kein Widerspruch. Es muss nicht immer nur das Auto sein. Vernetzte Verkehre, Ridesharing, Ride-Hailing, aber auch die Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern, das werden effiziente Verkehrssysteme der Zukunft sein. Und genau darüber möchten wir anlässlich der IAA den Dialog führen. Und deswegen mein Vorschlag. Lassen Sie uns ausgehend von dem Pariser Klimaschutzziel darüber diskutieren, was der richtige Weg ist, Zukunft der Mobilität, individuelle Mobilität und Klimaschutz in Einklang zu bringen und das Ganze ökologisch, ökonomisch und auch sozial verträglich. Wir wollen die Menschen mitnehmen, wir wollen Mobilität, wir wollen aber auch Arbeitsplätze. Es geht nicht nur darum, Autos auszustellen, sondern es geht darum, die Zukunft der Mobilität zu diskutieren, und zwar mit allen gesellschaftlichen Gruppen, denn alle können ihren Beitrag dazu leisten, dass wir das schaffen. Klimaschutz und individuelle Mobilität. Lassen Sie uns kontrovers diskutieren, aber auch lösungsorientiert. Dazu lade ich Sie ein.